Ja Leute, heute gucken wir uns wieder gegradete Karten. Und dieses Mal nicht Yu-Gi-Oh!, sondern Pokémon. Ja, wir gucken uns einfach mal ein paar Pokémon-Karten an, die gegradet worden sind. Wie immer, ich kenne das Grading nicht, jedoch die Karten. Und wir gucken das Ganze natürlich Stück für Stück hier mal an. Und zunächst einmal wieder ein Gratis-Pack bekommen. Fusion Strike. Vielleicht ziehen wir einen Gengar, vielleicht auch einen Mew. Wäre mega, wäre krass. Wäre wirklich sehr krass. Aber wollen wir mal gucken, was wir jetzt ziehen. Und zwar haben wir hier einmal rein. Ja. Oh. Also vom Artwork sehr, sehr schön. Und hier haben wir die Foil. Oh. Ist nett, aber kein Mew und kein Gengar. Das ist natürlich schade. Und Feuer. Und Code. Falls ihr haben wollt, bitte sehr. Der Erste, der es gemacht hat, den gehört das Ganze. Aber ich sag mal so, nett. Nehmen wir einfach mal mit. Aber wir wollen jetzt in den Grading Karten Stück für Stück hier durchgehen und wir fangen hier einfach mal an mit, Leute, es ist Pokémon und was darf natürlich nicht fehlen? Genau, ein Glurak. Also haben wir hier ein Glurak V-Max gegradet. Ja, bin mal gespannt, was das jetzt bekommen hat. Und zwar 9, 8, 8,5 und 10. Okay, krass. Ist eine 9 insgesamt. Insgesamt krass. Beschweren kann man sich da, glaube ich, nicht. Was haben wir denn genauer? Hier wollen wir mal gucken. Wir haben hier Corners 8,5. Bei Yugi ist es ja so, dass Corners extrem schwierig sind. Bei Pokémon werden wir ja sehen, wie das Ganze hier so ist. Wir gucken jetzt hier Corners. Ich muss zugeben, es ist hier jetzt nicht so extrem wie bei Yugi immer. Aber, doch, da oben ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Da oben. Bisschen. Also, ja, ist okay, ist okay. Centering 9 sogar. Das ist crazy. Ah, doch, kann man auf jeden Fall nehmen. Ja, Corners 8,5 und Edges. Ja, okay. Nehmen wir. Glurak in dieser Version geht so um die, ich sag mal, 150 Euro gegradet. Wahrscheinlich ein bisschen mehr. Kommen wir zur nächsten Karte. Und wenn wir eben schon von Mew geredet haben, ja, Leute, dann wisst ihr es, wir brauchen hier auch ein Mew. Und zwar, wir haben hier Mew V-Max und hübsches Artwork. Wirklich hübsches Artwork, aber war das Grading auch hübsch. Das wollen wir uns mal angucken. Und zwar, wir haben hier 8,5 Centering. Oh, das ist aber nicht so gut. Edges 8,5, Corners 8,5, Surfing 10, 9 insgesamt. Ich muss sagen, Surface scheint gut zu sein bei Pokémon-Karten. Nice. Ich weiß, dass ein paar Karten immer Printlines haben. Also nicht alle jetzt, aber ein paar Karten gibt es, die das haben. Aber jetzt in diesem Fall nicht. Wir haben Centering hier nicht so gut. Und ja gut, okay. Also im Vergleich, glaube ich, wenn man es jetzt so guckt. Ja doch. Also ihr seht es, glaube ich. Ist schon, also man sieht schon, dass es hier dünner im Vergleich ist. Also kann man auf jeden Fall rechtfertigen. Ja, ist eine nette Karte. Mew, ne, brauche ich drüber reden. Er geht so auch um die 100 Euro. Jetzt kommen wir zur nächsten Karte. Und die ist aus der Schild- und Schwertsaga. Um genau zu sein, ist es quasi Schild und Schwert. Weil vielleicht kommen wir gleich noch zu einer anderen Karte. Ist aber gar nicht so teuer, in so gesehen. Aber ja, wir gucken das Ganze mal an. Und ui, eine 9. Nehmen wir noch mit. Was haben wir hier an Punkte? Surface. Krass. Das ist, glaube ich, die bestbewerteste an sich. 9, 8,5, 9. Ja, ist bisher die bestbewertete Karte. Nice. Gefällt mir. Auf jeden Fall. Nehmen wir mit. Und jetzt natürlich das Gegenstück dazu. Und zwar das Schild quasi. Und wir haben hier eine 9. Ja, Kamera möchte lieber Glurak haben. Das ist natürlich auch gut. 8,5, 8,5, 9,5 und wieder eine 9. Hier kann ein Muster. Also ich finde es interessant bei Pokémon-Karten einfach im Vergleich zu Yu-Gi-Oh!-Karten, dass hier es schon Schwankungen gibt, aber immer etwas extrem Gutes. Also das hier sind auch boosterfrische Karten, bedeutet eben,
dass die Karten halt eben auch nicht bespielt worden sind oder ähnliches, sondern sie sind direkt halt eingeschickt worden. Und man erkennt dann halt einfach, dass immer etwas extrem gut ist. Wir haben hier eine 10, wir haben 9, 9, wir haben sogar 9,5, hier jetzt auch 9,5, 9. Also wir haben immer etwas Gutes, aber dann halt nicht sehr gut. Also 9,5 haben wir bisher jetzt noch nicht gehabt. Gehen wir mal eben hin, damit man ein bisschen sehen kann. Kommen wir zu einer Karte, die von der Generation her sehr, sehr alt ist. Karte selber aber nicht. Geht um die 100 Euro und zwar ein Lavados. Ja, ein Lavados. Ey, sehr interessantes Artwork. Lavados. Also aus meiner Sicht sogar mit einem der lieblingslegendären Pokémon. Schreibt mal in die Kommentare, was euer lieblingslegendäres Pokémon ist. Aber ist das Rating auch legendär? Das schauen wir an. 9, 8,5, 8,5, 9,5 und wieder eine 9. Alter, ich erkenne ein Muster. Ich erkenne einfach ein Muster. Corners, Edges, Centering. Bei Mew hatten wir das größere Missing vom Centering her. Finde ich sehr interessant. Man muss hier noch zu erwähnen übrigens, dass das schon etwas älter sind. Es kann sein, dass eventuell schon andere Cases benutzt werden. Bei Yugi ist das auf jeden Fall der Fall so. Ich weiß eben nicht, wie das Ganze eben bei Pokémon ist. Und jetzt kommen wir natürlich nochmal zum kleinen Schmuckstückchen, was dann nochmal die Karte auf jeden Fall deutlich teurer macht. Denn diese Karte geht so um die 200 bis 300 Euro. Und ich hoffe, die ist jetzt auch in gutem Grading. Und zwar, seht euch sie an. Es ist so, ja, und jetzt ist nicht Glurak im Mittelpunkt, sondern immer anderes. Es ist so ein schönes Artwork. Es sieht so hübsch aus. Auch eine VMAX-Karte. Und wollen wir mal gucken. Ich vermute, ganz ohne Vorurteile, es ist eine 9. Und ich denke mal, dass irgendwas eine 10 hat. Ich frage mich vom Centering her, wenn man es jetzt guckt, man könnte vielleicht die Corner Centering minimal. Wir gucken einfach und wir haben eine 9 und wir haben Corners sogar wirklich. Hatte recht, Corners sind nicht exzellente, aber ich meine, ja, ist jetzt nicht so schlimm. Eine 9 kann man sich doch mit zufrieden gehen. Wie gesagt, 9 ist schon ziemlich gut, 9,5 natürlich deutlich besser, aber 10 ist halt echt fast unmöglich. Man sagt ja auch oft, gerade bei Pokémon-Karten, auch zum Beispiel bei Glurak gibt es das ja auch so, es gibt ja eine 10 aus dem Base-Set oder so. Da sagt man ja auch, ja, das ist zwar eine 10, aber sie wurde so oft eingeschickt, war immer eine 9,5, 9,5, 9,5, 9,5, bis irgendein Mitarbeiter sagte, ach kommt ey, gebt ihr doch einfach mal eine 10. so ist es. Wir legen die ja mal raus und packen hier die mal im Mittelpunkt. Sind auch echt sehr, sehr schöne Karten geworden. Mehr habe ich jetzt in diesem Fall auch nicht. Ich wollte einfach mal einen kleinen Einblick über Pokémon gehen. Ich dachte so, warum auch nicht? Ich meine, Karten sind Karten, gegradet ist gegradet, sieht schön aus. Und die Karten zum großen Teil kennt man wahrscheinlich sowieso. Ja, was sagt ihr? Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was euer lieblingslegendäres Pokémon ist. Ich finde echt nice. Also Artworks, ne, brauche ich nicht drüber reden, ist unglaublich gut. Und 9 ist wohl irgendwie der kleine Trend. Aber ich würde sagen, das war's jetzt von mir und bis bald.